Hallo Jüdefreunde und herzlich willkommen zu meinem erneuten Jüde-Video. Auf meinem Kanal, wie du das schon sehen kannst, zeige ich dir gratis Items. Items, die bald erst in Zukunft in Fortnite rauskommen, die man sich aber ja schon im Leben kaufen kann. Gibt es aber auch eine Möglichkeit, es günstiger zu bekommen und vieles mehr. Wenn du neu bist, gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, die Glocke mit aktivieren. Auf alle Benachrichtigungen, denn dann verpasst du nie wieder etwas rund um Fortnite oder ja, rund um Fortnite. Dann lass gerne auch mal ein Like da, das würde mich freuen. Und teile auch gerne dieses YouTube-Video mit euren Freunden. Und ich würde sagen, wir sehen uns direkt in Fortnite und danach auf Twitter. Viel Spaß bei diesem Video wünsche ich euch schon mal voraus. So Leute, in Fortnite angekommen, gibt es auch eine sehr, sehr nice Änderung. Und zwar für alle Leute, die sich fragen, wann bekommt man ein drittes Rückerstattungsticket wieder. Es ist mittlerweile da. Ihr seht es hier unten. 1, 2, 3. Finde ich eine sehr, sehr nice Änderung. Für die Leute, die das gefragt haben, der steht auch. Wenn ihr es noch nicht habt, dann müsst ihr da stehen, wann ihr das ungefähr bekommt. Und das war diese Änderung. Und zwar gibt es ja im Punkt Fortnite Albträume neue Aufgaben. Am Anfang hat man ja 11 Stück bekommen und hier sind die 11, die ich schon gemacht habe. Dann zeige ich euch mal das Rückenaccessoire und alles gratis, was es man hier in vorne sehen kann. Und sage euch meine Meinung, finde ich besonders nice, denn es gibt das auch ohne Reaktivität. Nice. Banner. Emote. Das sieht mal zu zweit aus. Einer macht das immer dann, einer ist so ein Kürbiseimer, dann ein Spray. Gut, ein Streifen. Dann noch Kleiter. Ladebildschirm sieht so aus. Ist halt die Zeitmaschine. Dann hier, das möchte ich euch jetzt nicht alles zeigen, aber es gibt generell neue und zwar eliminiere Gegner mit einer Holzflock-Schrotflinte oder das ist die neue oder dem Kürbiskopfwerfer. Dann bekommt ihr hier insgesamt EP. Schaltet gerne mal rein, welches Level ihr seid. Füge gegnerischen Spielern Schaden zu, bevor sich das erste Sturmauge zusammenzieht. Hilft dabei, Zombie-Schadenschilder zu zerstören. Sammelt Schwierigkeiten in verschiedenen Matches ein. Und verdiene EP auf Creator Maps. Da gibt es schon ein paar Tricks, die ich euch aber nicht sagen möchte, müsst ihr schon selber herausfinden. Ich bin so weit, dass mir nur noch bei dem Horden-Modus das hier fehlt. Ich zeige es auch mal euch mit Cam-Deaktivierung. Hier, da können wir auch gerne nochmal, sammeln Teampunkte. Ja, schreibt gerne rein, ob ihr damit schon alles fertig seid. Für mich gerne auch auf Instagram, @ugfan1 heiße Store. Und ich hätte gesagt, jetzt schauen wir uns die ganzen Leaks auf Twitter an, und zwar fange ich direkt an mit dem Transformers Paket. Das gibt es für die PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X und S. Das gibt es günstiger 36%, günstiger kostet 16 Euro, wenn ihr euch das auf der Webseite kauft. Link zu der Webseite ist in der Videobeschreibung verlinkt, von wem das ist. Von Ferius. Von Ferius, der ist nämlich Partner von Instant Gaming. Ich werde mir das wahrscheinlich dann dort auch kaufen, denn da gibt es 3 Transformers-Pakete und im Spiel ingame würde ich sagen, kostet das bestimmt so 20 oder so 30 Euro. Hier bekommt ihr das auf der Webseite günstiger. Dann schauen wir uns weitere Leaks an auf Twitter. Und zwar, Epic arbeitet an einem System, das so ähnlich sein soll wie in Roblox, wo Creator verkaufen können. Hier einmal so ein Bild. Kann ich momentan noch nichts mit anfangen. Vielleicht bin ich heute Abend auch live, vielleicht auch nicht. Ich werde dieses Wochenende nicht live gehen, habe mich gerade entschieden, warum. Wegen FNCS. Ich möchte gerne, dass ihr euch die FNCS gratis Items abholt. Und dann möchte ich nicht dann bei diesem Wochenende jetzt dann live gehen. Das heißt, ihr habt dann wieder mal eure Ruhe. Apropos FNCS, das ist das heutige FNCS-Item,
was man bekommen kann. Schaut euch das auf Ladies Landing an. Mapcode steht hier auch nochmal in der Videobeschreibung. Da ist der Link hierzu und zu der Map. Oder ihr findet sehr viel jetzt auf der Video in der Videobeschreibung. Und zwar einmal hier den Link, den Mapcode und die Webseite, wo ihr euch das FNCS auch anschauen könnt. Dann müsst ihr euch das einfach nur 30 Minuten anschauen. Was gibt es dann noch? Und zwar sind das die ganzen gratis FNCS Items. Einmal dieses Emoticon Brückenaccessoire, Banner nicht, sondern Ladebildschirm und kein Skin, nein. Ich denke eher, dass es ein Spray sein soll. Schauen wir uns mal an. Einfach wieder 30 Minuten schauen. Dann arbeitet Epic Games momentan gerade an einer Sache, und zwar das Creative-Menü zu überarbeiten. Das soll dann so aussehen. Die Twitter-Qualität ist halt so schlecht, es liegt nicht an mir, sondern an denen, an Twitter. Das soll das neue Creative-Menü sein, das wir gerade momentan überarbeiten. Es wird auch mal Zeit, dass sie das echt überarbeiten, denn es gibt mittlerweile so viel. Ich kenne mich im Creative gar nicht mehr aus. Wenn ich ehrlich bin, benutze Creative nur noch für die ganzen Creative Maps von Ferius oder so. Credits gehen raus. Und ihr seht, es gibt auch da oben wie so eine Lupe, wie so eine Suchfunktion. Hier, da ist meine Festkern gerade drauf. Und zwar hier, Search, die lasse ich mal kurz weg. Das ganze Video schauen wir uns jetzt nicht an, auf jeden Fall ist Epic Games gerade momentan dabei, das zu überarbeiten. Da soll es noch Halloween immer geben, und zwar eine laufende Badewanne. Ich weiß nicht, ob das mehr geschützt ist, deswegen, also Copyright ist. Ich meine, ob das Copyright, also, ich meine, ob das gratis ist, weiß ich nicht. Dann schreibt mir gerne mal rein, was ihr zu dem aktuellen neuen Menü, beziehungsweise Menü zu der neuen Lobby-Menü, wie ihr das nennen wollt, sagt. Das alte. Ja, das neue, ob ihr euch schon dran gewöhnt habt oder nicht, das ist ja das hier. Das ist ja das. Und das hier oben ist ja das alte gewesen. Also ich muss sagen, ich bin noch an der Drangewöhnungssache. Ja, es ist nice, aber das alte war auch cooler. Also auch cool. Dann komme ich schon zum Ende, und zwar soll es ja ein neues Shop-Design geben, habe ich ja schon gesagt. Am Anfang vom Video, und zwar dass dann da rechts der Skin angezeigt wird, und dass man dann hier danach gucken kann, zum Beispiel Star Wars Icons und dann ganze Pakete. Ja, apropos Pakete, ich werde mir dann jetzt auch gleich das Paket kaufen von der Webseite von Ferius. Und dann Fortnite neu starten, und dann, ja, hab ich das. Dann sehen wir uns gleich in Fortnite wieder mit den drei Skins, dann schauen wir uns die auch mal an. Also, bis gleich. So Leute, ich starte gerade Fortnite neu und sollte jetzt eigentlich dann, genau, wer aufgepasst hat, ich habe 1000 V-Bucks dazu bekommen und drei neue Sachen. Einmal gehe ich hier durch mit Sound. Ich gebe euch hier extra noch den FN Sound. Hier. Der sieht so aus. Dann der zweite. Sieht so aus. Und der dritte, der Battle Pass Transformer, sieht so aus.
Dann gehen wir rüber zu den Rückenaccessoires. Dann einmal das hier. Einmal das hier. Und zu guter Letzt das hier. Ich werde damit auch mal dann in den nächsten Streams, egal wann die sind, mal spielen. Den Sound. Dann den Sound. Und den letzten Sound. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Wie gesagt, denk gerne dran an meinen Creator-Code. Und ja, das war's. Haut rein. Ciao. Ciao.